Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Jo, also Deutschland. Wir sind gerade in einem Unabhängigkeitskrieg, wieder mal. Und zwar, nein, eigentlich kein Unabhängigkeitskrieg, sondern der Oman hat eine liberale Spaltung, irgendwelche Leute wollen Freiheit und Gleichheit oder sowas in die Richtung und wir werden es unter unseren Füßen crushen. Wie man das halt macht. Mit Radikalen. Dauert noch ein bisschen, bis die Schabernakeln dort sind. Also diesen Teil haben wir schon erobert, aber übers Meer brauchen wir Schiffe. 16 Tage noch. Mein Computer ist so lahm. Viel mehr gibt es zurzeit nicht zu tun. Wie schon gesagt, wir verbessern unsere Beziehungen zu einem Haufen Länder. Oh. The Contagious Disease Act. The Armed Forces in Slovenia, led by Michael von Knorr, are demanding a solution to high rates of venereal disease among their men. They request enforcement of laws that allow police to detain women suspected of being prostitutes in local hospitals. This ground, the grounds. Ah, Mist. Wir müssen doch auf Pause drücken. Passieren. On the grounds that they spread venereal diseases. Enact a contagious disease. +2 Standard of Living for the lowest further. +1 für die Armed Forces. Oder? -1 für die Armed Forces. Armed Forces sind. Oh, Obligation von Valachia, ja, das ist gut. Armed Forces habe ich derzeit auf +11. Das Antibiotik. Ein White Peace zwischen Kanak und Großbritannien. Ah. Das heißt, die haben sich unabhängig erklärt von Großbritannien. Auch nicht schlecht. Großbritannien ist das absolut Letzte. Gut, machen wir was Neues. Society. Wir gerade Antibiotics. Mass Surveillance. Was dadurch gibt es Militarized Police Force. Was kann Militarized Police Force? Mal nachschauen. Oh, los. So, warte mal. Dedicated macht derzeit -15% Radikale und -45% State Penalties from Turmoil. Und da -15% Radikale von Discrimination und Standard of Living und -45% +1,2% Mortality per Turmoil. Na, okay. Ich muss zugeben, Militarized Police Force ist jetzt nicht wirklich das, was wir unbedingt brauchen. Also nein. Und die +25 Tax Capacity brauche ich auch nicht. Macroeconomics. +50% Trade Route Volume ist vielleicht gar nicht so schlecht. +25% Trade Route Competitiveness. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Was haben wir dann noch? Behaviorism. Bringt uns Bürokratie.
Philosophie und Einfluss ist okay. Analytical Philosophy. Bessere Universitäten. Ein bisschen spät, dass die Universitäten besser werden, dann machen wir das halt. Machen wir die Universitäten noch stärker, besser, schneller. Mass-Propaganda, das wäre auch was. Oh, Quality. Vielleicht sollte man sogar das machen. Ja, machen wir Mass-Propaganda. Das wäre noch besser. Authority ist gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir können jetzt die Institutions etwas ändern. Genau, Health System. Kann man jetzt dazu geben. Das machen wir doch. Wir haben so viel Bürokratie derzeit, dass sich das alles okay ausgeht. So. Sind noch immer infamous, aber nicht mehr lange. Passt, alles gut. Machen wir weiter. Oh, wir haben das auch schon erfolgreich gewonnen. Passt. Wo gibt es noch eine Grenze? Wo wir hin könnten, frage mich gerade. Darf Hormuz. Okay, na gut, das heißt, diesen Krieg haben wir gewonnen. Passt. Also, passt, passt. Okay, okay, das heißt, die Russen haben sich hier durchgesetzt in dem Krieg. Was ist mit den Briten? Wieso sind die so hinüber? Selbst die Franzosen scheinen hier den Krieg gegen Seekufer zu verlieren irgendwie. Das ist ja so peinlich. Wieso ist das so? Das kann doch gar nicht sein. Die müssen doch 300 Truppen mehr haben. Ich meine, Seekufer hat 11.000 Mann und Frankreich 260.000. Und von den 260.000 haben sie zumindest, warte mal, 22, 22, 20, 19, 16 mobilisiert. Das heißt, sie haben boah, 20, 40, 60, 100.000 Mann mobilisiert, also sie haben zehnmal so viel Mann wie die und verlieren die Schlacht trotzdem. Wie kann das sein? Ja, wurscht. Panama Survey geht auch voran, das finde ich auch gut. Aber wir sollten vielleicht Russia colonized Ubangi-Shari. Okay. Wir sollten vielleicht schauen, ob wir Dinge exportieren können. Dinge, die sehr, sehr günstig sind. Oh, so viel Günstiges haben wir gar nicht mehr. Services können wir nicht exportieren. Gummi will ich nicht exportieren. Um ehrlich zu sein.
Artillerie vielleicht. Na klar, machen wir doch glatt. Koffer den Chinesen. So, schauen wir mal. Elektrizität ist noch immer sauteuer, das gibt's einfach nicht. Essen und Kleidung wird wieder teuer. Kleidung, haben wir Luxuskleidung auch teuer? Ja, das heißt, wir machen jetzt als nächstes mal Kleidung. Wir bauen die Kleidungsfabriken aus. Meisten Peasants noch haben. So, Nitrogen Fixation unlocked. Wir können jetzt Chemical Fertilizers in unseren Farmen einsetzen und einen besseren Nitrogen Fixation Prozess in unseren Fabriken bauen. Na gut, machen wir das glatt. Unsere Chemical Plants. Wir brauchen dafür Öl, ist eh klar. Wir haben kein Öl. There is no such thing as oil. Okay. Nehmen wir es da und da. Das sollte sich ausgehen, ohne dass man zu viel verlieren und da. Wobei Dünger sind eh viel zu billig. So gesehen sollten wir das vielleicht eh nicht machen. Aber wir können die Dünger gleich teurer machen, indem wir hier den besseren Dünger verwenden. Und schon wird's teurer. Genau. So, machen wir die Millet Farms. Uff, Kohle ist eh schon so teuer bei uns. Und Miete ist ja auch schon zu teuer. Das heißt, nein, das machen wir natürlich nicht. So, das heißt, Kohle müssen wir auch ausbauen. Außerdem brauchen wir da Rainways, das machen wir als erstes. Das ist da, gell? Nein. Nein. Doch. War's. Ah, da bauen wir eh schon einen Eisenbahn, gut.
So, passt. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Kohle. Markt. Was über den Markt ist besser. Ist gar nicht so teuer. Ich will ganze Zahlen, also schöne Zahlen, fünf Abständen. Passt. Öl, kann man das ausbauen? Schwefel sollten wir ausbauen, auf jeden Fall. Schwefel und Öl. Viele Leute sind dort aber nicht mehr. Wir bauen alles Öl, was geht. Eisen brauchen wir auch. So, na gut, lassen wir mal das. Machen wir mal das. Ah nein, warte mal. Ich habe mir gedacht, wir könnten eigentlich das auch importieren. Also Schwefel, Eisen und Stahl und solche Sachen soll es auch importieren geben. Echt jetzt? Drei. Es gibt unavailable options. Okay. Vielleicht. Es gibt das Zeug nirgends auf der Welt. Die ganze Welt produziert nicht genug für uns. Ach, es gibt kein Glas am Weltmarkt. Auch Glas muss man noch selber bauen. Das Problem ist, wir könnten sie effizienter machen, aber dafür brauchen wir auch Öl. Und wir haben kein Öl mehr. Ostgalizien wird super ausgebaut jetzt. So, wir haben außerdem, Walachei hat einen Protektorat von 122. Union minus 127. Echt jetzt? Wir sind
Cordial. Wieso ist das so schlecht? Ah, wenn wir noch infamous sind, aber trotzdem. Aha, aus einem Cautious uns gegenüber. Oh, Cautious gar nicht so. Antagonistik, Antagonistik, na super. Also die in den Markt zu bringen wird schwierig. Schwieriger auf jeden Fall. So. Man hat kapituliert und wir sind wieder in Frieden. Finde ich gut. Machen wir da. Was ist das? Bornean Uprising und Dutch East Indies. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Schauen wir mal, was gehört alles in unseren Markt rein? Okay. Können wir die eigentlich wieder in unseren Markt reinkriegen? Schaut nicht so aus, oder? Ah, ich sehe, wir sind wieder nicht mehr infamous. Und Trade Agreement mit Mexiko. Ah, okay, ja, das passt. Vielleicht schaffen wir es ja, dass Mexiko in unsere Dings kommt. Weiter. Minus 51. Minus 50. Wir haben keine Obligation von ihnen. Also sie haben keine Obligation bei uns. Wir könnten mit einer Obligation in einen Defensive Pact bringen und von dort nur noch einen Katzensprung zum Protektorat. Das ist unser Ziel jetzt. Mach mal Bankrolling. Vielleicht kriegen wir ja die eine oder andere Obligation. Obligations, Rachai und Hamburg. Warte, wollen wir Hamburg zum Protektorat machen? Jupp, können wir. Bringt uns 5,5 in Armee. Ah ja, was soll's. Dann sind wir halt wieder Notorious. Radicals at the Gates. The Radical Movement is becoming more popular. Uncontrollable and violent. Calls for revolution echo in the streets. Extreme measures may be necessary. Street police will provide a discreet solution. Oh, das klingt cool. We need the National Guard. Tyranny is not the answer. Ja, Secret Police natürlich. Das ist der österreichische Weg. Untrained hands. Children working in the motor industries in Istria have suffered injuries trying to operate machinery used in production. Keep children off the factory floor. Oder these new industries need all the employees they can get. Oh. Die Landowners sind. Warte mal, die Landowner sind der gleichen Meinung wie die Gewerkschafter. Das ist interessant. Könnten wir eigentlich die Gesetze von der Child Labor ändern? Weil irgendwie, ja, wieso? Wieso kann ich das nicht ändern da?
schwer, die Trade Unions. Und tatsächlich Thomas von Buss, der Chef von den Landowners. Das heißt aber, um das durchzusetzen, muss man die Trade Unions in der Regierung haben. Oder ihrerweise die Landowners. Oh Gott. Wie konnte es dazu kommen, dass die Landowners einen Reformer als Chef haben? Radical, radical, radical. Vielleicht weil alle anderen radikal und Anarchisten sind. Wir haben die Konservativen und die Nazis in der Regierung. Was kann schon schief gehen? Und die Nazis sind doppelt so stark wie die Konservativen. Gott. Dabei haben wir noch nicht einmal den Ersten Weltkrieg gehabt. Na gut, meine Herrschaften, an dieser Stelle machen wir, glaube ich, für heute wieder Schluss. Ich werde in der Pause noch ein paar Länder suchen, denen ich was Gutes tun kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.